Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, es war in der letzten Folge ein bisschen hektisch gewesen, sagen wir so. Wir haben Barrett verloren, unser hier die hier und die Artefakte, die Amilla, wie wir jetzt rausgefunden haben, dass die heißen, diese Amilla-Artefakte. Die sind jetzt erstmal bei uns auf dem Schiff stationiert. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch noch sehr häufig angegriffen werden. Vom Hunter wurden wir jetzt auch überrascht, überrannt. Und der hat aber in uns irgendwie irgendein Potenzial gesehen. So, abdocken wollen wir jetzt. Und es tut mir auch echt leid, dass wir jetzt Barrett verloren haben. Ist jetzt auch ein Tag später. Ich hatte davon jetzt wirklich eine Pause gebraucht. So, dass wir ihn hier verloren haben. Wir müssen jetzt einmal trotzdem nach New Atlantis, Kerry zur Loge zurück. Zur Karte. New Atlantis erkundet. Jetzt will ich wissen, was auch, passiert ist. Niemand weiß mit Sicherheit, woher die Alien-Kreatur namens Terrormorph stammt. Doch die Spezies hat sich in dem gesamten besiedelten System ausgebreitet und den Tod mitgebracht. Ja, woher der Terramorph wirklich stammt, beziehungsweise diese Thermoparasiten? Ich suche nach feindlichen Lebensformen. Oha, guck mal, wie das hier jetzt aussieht. Alter, was? Alter, hier überall Feuer, Tod und Zerstörung. Alter. Und wir hatten die hier quasi im Stich gelassen. Wir waren nicht in der Lage, den kaputt zu machen. Den Hunter. Hier ist alles hinüber. Alter. Und die waren hinter uns her. Also der war hinter uns her und hat hier alles zerstört. Hier waren viele Tote auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Alter, ich bin gerade baff. Ich habe mir schon einen Tag Pause gegönnt davon. Wirklich. Weil das war richtig heftig. Da hat eine. Und jetzt komme ich wieder und hier die ganzen Auswirkungen. Hier alles tot, kaputt. Einfach weitergehen. Durch den Checkpoint. Was für ein Checkpoint? Der ist ja hinüber. Guck mal, sogar er steckt in der Wand fest. Wie sieht's hier aus? Kann ich hier rein? Kann ich hier mit Sergeant Yumi reden? Hat er was noch zu sagen? Sergeant Yumi? Mein Lieblings-Security Officer in Teilzeit. Ich glaube, der hat nichts zu sagen, oder warte. Reden wir einmal so. Seit du hier bist, ist es sicherer geworden. Gut für die Moral. Bis später. Er hat anscheinend von allem da draußen nichts mitbekommen. Ich finde das aber trotzdem hier heftig. Sicherheitsvorkehrungen. Bis zur endgültigen Entwarnung bitte in den Häusern bleiben. Das ist
Alter, ich bin immer noch baff. Hier alles dicht. The Supernova, try or now Cosmic Con... Okay. Hier, was mit dem? Ich gehe heute mit meiner Freundin auf einen Drink zum U-Port. Ich hoffe, du genießt deinen Tag so sehr wie ich. Ja, er... Ich hoffe, du genießt deinen Tag so sehr wie ich. Er genießt seinen Tag hier. Natürlich. Ich bin trotzdem ein bisschen sprachlos gerade. Warte mal, gab's da nicht noch... Da ist noch ein Fahrstuhl, genau. Nach unten. Ins Unterdeck will ich auch mal hin. Wie sieht's denn da aus? Die waren ja die ersten quasi, die in Panik geraten sind. Unterdeck. Die von dem Angriff hier, ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die von dem Angriff da überrascht wurden. Zum Glück hat die UC Security schnell reagiert. Sonst hätte es noch viel mehr Verletzte gegeben. Der Angreifer soll die Wachen einfach so durch die Luft geschleudert haben. Wie sicher sind wir wirklich? Okay, hier geht's auch. Der Angreifer noch nicht identifiziert? Hatte er nicht einen irren Anzug an? Ich habe gehört, es waren mehrere. Alle gleich. Noch so ein Kult. Das hat uns gerade noch gefehlt. Okay. Wenn du Opfer des Angriffs geworden bist, bleib bitte ruhig. Die UC Security hat alles unter Kontrolle. Jo, hier ist auch ein bisschen Panik, sagen wir mal so. Aber die beruhigen sich ja schon mittlerweile. Alter, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Vor allem, ich fand das so krass, so geil, wie stark der Typ alleine war. Hier. Es gibt immer ungefähr 1 Million Sachen zu tun. Aber ich bin ganz alleine. Es ist unmöglich. Es gab einen Zwischenfall. Alles unter Kontrolle. Ja, Ich finde, dass jeder eine zweite Chance verdient. Nur er nicht. Ja, da muss man eine Ausnahme machen. Kann sich seine Vergebung woanders suchen. Ja, die reden da wahrscheinlich auch über den Hunter. Wie sieht's hier aus? Howdy. Howdy. Verzeihung. Rick Duren? Oh, reden wir noch? Glaubst du, die Demos Sternwerk stellt dich an? Okay, die versuchen auch, also... Ich glaube, die versuchen hier auch auf jeden Fall wieder alles zurechtzufinden. Also zurechtzukriegen. Oh nein! Die Ärztin hier, die müssen jetzt richtig, Ich habe nur begrenzte Ressourcen. Versuch, wir geben hier unser Bestes. Mehr kann man schaffen. Okay, ich dachte, die hätte auch irgendwas dazu zu sagen. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Wie hieß der Ansprechpartner für den Job doch gleich? Guck mich nicht an. Ich habe keinen Schimmer. Bist du von der Presse? Wir geben im Moment noch keine Erklärungen zu dem Angriff ab. Kein Grund zur Sorge. Es besteht keine aktive Gefahr mehr. Ja, die aktive Gefahr, die... Ey, echt jetzt, ich bin jetzt wirklich baff. Vor allem hier auch, absolute Massenpanik auch auf jeden Fall. Vor allem, wir waren nicht einmal in der Lage, ihn, wirklich zu besiegen. Okay, es ist halt gescriptet, ja, der sollte nicht in der Lage, also man sollte nicht in der Lage sein, den zu besiegen. Aber trotzdem, ja, und halt im Videospielen ist das immer so, auch,
Da wissen wir halt am Ende, im Endkampf oder so, ich glaube, der wird der Bossgegner sein. Gehe ich mal von aus. Auf den wir hinarbeiten. Am Ende wird er so oder so halt ja, easy zu besiegen sein. Hier muss er halt nur unbesiegbar sein. Und wenn man ihn quasi tötet, dass er wiederkommt. Und hier. Ja, es muss halt so sein. Aber trotzdem, ich fand das heftig. Ich fand das geil, diese Verfolgungsjagd. Das ist mal was anderes gewesen. So, wie sieht's hier aus? Okay, jetzt regnet's. Gibt's von SNN noch was Neues? Auf dem unbelebten Planeten Vectara wurde eine Mining-Anlage von Argos Extractors von den Piraten der Crimson Fleet angegriffen. Argos hatte wertvolle Mineralien abgebaut, was die Aufmerksamkeit der Piraten erregte. Die Piraten hatten mit leichter Beute gerechnet. Womit aber verkalkuliert. Es kam zu einem Gefecht zwischen der Crimson Fleet und den Minern. Die Anführer der Miner erwies sich als so fähig, dass Day anschließend von der Constellation rekrutiert wurde. Allein mit ihren Mining-Lasern bewaffnet, wehrten die Argos-Arbeiter die Crimson Fleet ab und verteidigten ihre Anlage. Eine überraschende Wendung und ein Sieg für uns alle. Ja, die reden da von uns. Okay, hier ist aber soweit alles wieder im Lot, hier oben zumindest. Hier hat sich alles normalisiert. Unten war nur am Raumhafen. Hier gelandet. Nur am Raumhafen war jetzt absolute Zerstörung. Ich gehe einmal kurz zu SNN. Ich glaube, ich habe da noch ein paar Sachen zu berichten. Die UC Security sucht die betroffenen Gebiete genau ab. Na, die UC hat jetzt sehr, sehr viel zu tun. Das auf jeden Fall. Mitten in Aquila City wurde die Galebank von der Shaw-Bande ausgeraubt. Die Security und die Freestar Ranger umstellten die Bank, in der sich die Räuber verschanzt hatten. Das PAD wurde von einem mutigen Constellation-Mitglied durchbrochen, das die Gangster ausschaltete. Wie durch ein Wunder gab es keine zivilen Opfer. Ein Augenzeuge sagte, wen sollen die Ranger beschützen, wenn sie nicht mal ihre eigene Bank beschützen können? Wohl wahr. Wen sollen sie beschützen? Ja. Höchste journalistische Integrität. SNN. Achso. Jetzt erstmal schnell Eigenwerbung machen. Okay. So, ich will hier aber nochmal. Warum gibt es das noch? Nein, nein, es ging im Raumhafen los. Irgendein Terrorist. Das war bestimmt so ein Varun-Fanatiker. Schön wär's, wenn es Varun wäre, dann. So sind meine Eltern hier gelandet. Hä? Wenn du eine neue Story auf. Du hast eine neue Story für mich? Ja, Captain Petros Schiff, die Skull, wurde ausgeraubt. Ich habe schon eine Ex-Piratin über den Überfall befragt, aber sie war so verlässlich wie die Kaffeemaschine hier. Du warst also während der Sache an Bord? Was hast du da gemacht? Ich sollte was auszuliefern. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Der Überfall geht auf meine Kappe. Das ist nicht wirklich von Belang, aber ich war dort. Na gut, fahren wir fort, Herr Nicht von Belang. Erzähl mir bitte mehr über Captain Petrov. Er ist wohl recht exzentrisch. Was war dein Eindruck von ihm? Petrov war ein Horter und hat alles gesammelt, was seltsam oder ungewöhnlich war. Er hatte mehr Credits als Verstand. Er war total eingebildet. Er war ein echter Charakterkopf. Ich habe ihn gemocht. Was seltsam oder ungewöhnlich war. Das hätte ich gerne gesehen. Daraus könnte man bestimmt eine gute Story machen.
Niemand weiß, was gestohlen wurde, aber alle sind sich sicher, dass es wertvoll war. Kannst du das Ganze aufklären? Denn ich bin so schnell von dort abgehauen, wie ich konnte. Eine riesige Giraffenstatue aus Gold. Es war ein ungewöhnliches Artefakt, das aus irgendeinem Planeten ausgegraben worden war. Ein Artefakt? In letzter Zeit höre ich oft von solchen Artefakten. Letzte Frage. Über einen, ich zitiere, durchgedrehten Zoo. Die andere Quelle schwört, dass Alien-Kreaturen aus ihren Käfigen ausgebrochen und durchgedreht seien. Bitte, bitte, bitte sag mir, dass das stimmt. Das muss doch irgendeine Aurora-Halluzination gewesen sein. Das stimmt zu 100%. Da waren wir auch für verantwortlich. Warum möchtest du, dass die Geschichte wahr ist? Abgesehen von den Quoten? Ich will einfach in einer Galaxie leben, in der exzentrische Millionäre durchgedrehte Zoos haben. Aber sag es mir einfach. Okay. Der Zoo, Fakt oder Fiktion? Das stimmt zu 100% auf jeden Fall. Manchmal lohnt sich das Aufstehen wirklich. Fantastisch. Das ist einfach eine echt gute Geschichte. Check später die Nachrichten. Und hier ist dein Geld. Als du in mein Büro kamst, hatte ich keine Ahnung, dass du im Mittelpunkt so vieler Dinge stehst. Und ich glaube, dass du was für dich behältst. Ich habe dir schon eine Menge erzählt. Mag sein, dass ich Sachen für mich behalte, na und? Ich bezweifle, dass du alles glauben würdest, was ich gesehen und getan habe. Es gibt Geheimnisse, die ich nicht verraten kann. Das verstehe ich. Wirklich. Der Herausgeber hat übrigens einen besonderen Bonus für die lange Zusammenarbeit genehmigt. Und in einigen Jahren kannst du mir vielleicht erzählen, was du nicht veröffentlicht haben wolltest. Bis dann, Constellation. Warte mal. Gibt's noch Quests für die? Also ich kann ihr jetzt keine Storys erzählen, oder wie jetzt? Meine Quelle ist zurück. Gibt es was zu berichten? Ich habe das Gefühl, dass wir uns wiedersehen. Ich hoffe doch. Ich würde gerne mehr Nachrichten über mich hören, hallo? Ah ja, und wir haben jetzt einen Levelaufstieg. So, dann würde ich tatsächlich hier mal gerne in Richtung Raumschiffdesign haben wir jetzt. Waffentechnik, Anzugdesign würde ich machen. Da muss ich hier 3 weitere Skills machen. Okay. Sperren für die Fertigung von Items und den Abschluss von Forschungsprojekten werden 10% weniger Ressourcen benötigt. Das klingt schon mal super. Das hier machen wollen. Okay, dann gehen wir jetzt auf zur Loge. Und schauen mal, dass wir da irgendwie zurechtkommen. Alle verarzten können. Da alles wieder ins Reine bringen. Wahrscheinlich eine Beerdigung für Barrett machen. Alles ist so perfekt. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen. Ich habe unseren Bobby so vermisst. Wir wären auf dieser Basis. Wer ist Bobby? Bitte nicht Bobby Kotick. Bitte sag mir, dass er nicht hier ist. Okay, Alarm läuft immer noch. Das hört man bis hier oben hin. War aber echt heftig, das mit dem Raumhafen. So, aber ich hoffe, ich kann wirklich immer noch für SNN noch weitere Geschichten hier erzählen. Und ja, wegen Zoo, das wollte ich auch, also wegen dem da mit Pedro,
Dann musste ich quasi ein bisschen lügen. Konnte ja schlecht sagen, dass ich es ausgeraubt habe. Dann das persönliche Hab und Gut von Barrett wurde in den Keller der Loge gebracht. Wo ist Sarah? So, Vasco? Ich werde alle Vitalwerte auf Zeichen andauernder Traumata prüfen. Ich weiß. Wir fühlen uns gerade alle total am Boden zerstört. Aber ich glaube, ich hab da was. Ernsthaft. Ich weiß, dass gerade niemand über unsere Begegnung mit dem Hunter reden will. Aber etwas, das er sagte, geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Allheit. Erinnerst du dich? Ja. Er sagte, die Allheit sei Vergangenheit für uns. Genau, weil er uns aufhalten wollte. Das heißt doch, dass wir näher kamen. Die Sache ist, dass ich das Wort schon mal gehört habe. Das taucht in den Reden von Hüter Aquilus auf. Der Priester wird das Sanctum Universum unsere kleine Entdeckerfahrt segnen? Das kann kein Zufall sein. Das Sanctum glaubt schon immer, dass die Sterne Antworten bergen. Ich weiß, das ist kaum mehr als ein Stochern im Nebel und ziemlich abenteuerlich, aber warum reden wir nicht mit ihm? Es ist ein einziges Wort, Matteo. Du klammerst dich an einen Strohhalm. Wo ist das Sanctum Universum überhaupt? Es ist direkt hier in der Stadt, gar nicht weit von der Loge. Ja, komm, machen wir mal. Kann nicht schaden, wenn wir mehr Infos sammeln. Ein Besuch beim Sanctum könnte wirklich aufschlussreich sein. Danke. Ich weiß, es ist ein Schuss ins Blaue, aber es fühlt sich einfach richtig an. Wir treffen uns dort. Und nochmal 14.800. Tut mir leid. Ich war in Gedanken verloren. Keine Sternblüter mehr. Fürs Erste. Wir haben eine schwere Zeit vor uns. Die Wunden der Loge heilen nur langsam. Mission aktualisiert. Allheit. Aber stimmt, Allheit habe ich glaube ich auch schon mal gehört von... Von dem einen da, wo ich auch irgendwie, sagen wir mal so, kein großer Fan von der Religion bin. So. Dies war nicht der erste Verlust der Constellation, aber wohl der brutalste. Ja, okay. Ich will... Ah, die lebt noch. Die ist noch da. Okay, gut. Ich habe mir schon Sorgen um die gemacht. Mach dein Ding. Ich komm schon klar. Mach dir keine Sorgen. Ich komme klar. Mit Geld kann man Schäden beheben, aber manche Dinge sind unersetzlich. Man merkt schon richtig, hier ist... Ich bin auch gerade sehr sprachlos, vor allem ich weiß auch oft nicht in solchen Situationen, wie ich reagieren soll, was ich sagen soll. Ich will helfen, aber ich weiß nicht wie. Ich will was Aufschlussreiches sagen, was Passendes, was Gutes, so. Outfit Barrett. Ja, Barretts Outfit würde ich dann lieber doch noch hier lassen. In der Lagerkiste. So. Nicht, dass ich das aus Versehen hier verkaufe. So, jetzt ist auch die Frage, wie sieht es im Raumhafen jetzt aus?
Okay, aber ich glaube erstmal zu den religiösen Fanatikern. Obwohl Fanatiker das noch nicht. Alles, was du für mich? Nachrichten, denen Sie vertrauen können. Die sagen, sie brauchen keine. Im Botschaftsdistrikt herrscht eigentlich immer Unfrieden. So, ich sehe schon Matteo. Okay, für den hatten wir so oder so noch. Sollten wir einen Augenblick bei der Gedenkstätte unsere Ehre erweisen? Wo ist die Gedenkstätte nochmal? Gut, Leute mit Dienstmarke zu sehen. Komm, Sarah? Könnte für einen Kaffee glatt jemanden umlegen. Dann hier, Woher wissen wir, ob Syntamid wirklich ähnlich schmeckt? Ach was! Was gibt's denn, Sweetie? Darf ich dir etwas sagen? Was gibt's denn? 12 Buchstaben und 3 simple Worte. Komm, machen wir das. Wenn du sowas sagst, schmilzt mir das Herz. Okay, wir sind hier bei der Gedenkstätte. Sarah, du wolltest hier hin? Okay, dann nicht. Was ist mit ihm? Terence? Hey. Okay. Hallo. Diesen ganzen religiösen Kram brauche ich nicht, aber ich rede gerne mit Aquilos. Ja, okay, gut. Wir reden einmal mit Aquilos. Aquilos hat mir durch wirklich schwere Zeiten geholfen. Hüter Aquilos? Könnten wir kurz reden? Ah, Matteo. Wir haben uns zu lange nicht gesehen. Wie geht es deinen Eltern und den Nazarenen deiner Mutter? Sie hat sie in den Griff bekommen. Es lag am pH-Wert des Bodens. Aber ich bin nicht zum Plaudern hier. Ah, was habt ihr auf dem Herzen? Wir müssen über die Allheit reden. Wir glauben, diese Kirche hat etwas mit einer Gruppe schräger Weltraumtypen zu tun. Erklär du es, Matteo. Hüter, wir würden gerne über die Allheit sprechen. Bist du dir sicher, Matteo? Diskussionen über die Zukunft der Menschheit sind langwierig und nichts für schwache Nerven. Nein, so meinte ich das nicht. Wenn du von der Allheit redest, nun, bedeutet das noch etwas anderes? Etwas Geheimes? Vielleicht sollten wir das drinnen besprechen. Okay. Gehen wir mal hinterher. Was? Jetzt bin ich wirklich neugierig, was das jetzt mit der Allheit auf sich hat. Was er damit zu tun hat hier. Okay, schön, dass die schon da drin sind. Sarah? Mach die Tür hinter die zu, bitte. Okay, nur 2 Stühle für 3 Personen. Sarah, setz dich auf den Schoß, komm. Nun, da wir unter uns sind, verrate mir doch, was genau euch 2 heute zu mir geführt hat. Alles fing mit der Entdeckung dieser Anomalien an, der Artefakte. Wir wurden von einer Gruppe angegriffen, die sich Sternblüter nennen. Wir sind auf mehrere Tempel gestoßen, die ungewöhnliche Kräfte verleihen. Ich meine das ernst. Wer auch immer sie erreicht, wird in Licht gebadet und... Nun ja, plötzlich verlieren die Gesetze der Natur jede Bedeutung. Ihr habt also einen Ort der Besinnung gefunden und ein Geschenk erhalten?
Es gab schon immer Rätsel, die unser Verständnis des Universums und unsere Vernunft zu übersteigen schienen. Der Glaube von jemand anderem schenkt uns das Leben, obwohl nicht abzusehen ist, was aus uns einst werden wird. Ihr seid also ins Unbekannte vorgestoßen, ohne jede Ahnung, wohin es führen würde, und seid hier gelandet. Das war ein Fehler. Ich will erkunden, nicht missionieren. Ich brauche keine Lektion, Hüter. Ich brauche Antworten. Wir machen uns keine große Hoffnung, aber vielleicht kannst du uns helfen. Ich brauche keine Lektion. Und ich glaube, ich kann helfen. Wenn ihr willens seid, euch etwas länger durchs Dunkel vorzutasten, kann ich euch den Weg zur Erkenntnis zeigen. Es gibt eine alte Geschichte, weit älter als das Sanctum Universum, über jemanden, der jeden Winkel der besiedelten Systeme durchwanderte. Dieser Pilger wollte die wahre Bedeutung der Allheit entdeckt haben. Ich hielt das für eine Parabel zur Vereinigung der Menschheit. Aber vielleicht ist es mehr. Dann erzähl uns doch diese Geschichte. Da muss mehr dahinter stehen. Ich brauche Faktenhüter, keine Märchengeschichten. Vielleicht war dieser Pilger ein Sternblut? Das kann ich nicht sagen. Aber wenn all dies wirklich zusammenhängt, ist das durchaus möglich. Dann erzähl uns doch diese Geschichte. In meiner Geschichte besuchte der Pilger die Gründer des Hauses der Aufklärung und den rätselhaften Kult von Varun und gab ihnen allen einen Teil der Wahrheit. Dann begab er sich zu seiner letzten Ruhestätte, um den Rest seiner Tage lang über sein Infinitum Addendum nachzusinnen, seinen Beitrag zur Unendlichkeit. Aber was, wenn diese Geschichte kein Gleichnis ist, sondern ein Code, der zum Pilger führt? Oder zumindest zu seinem Grab? Infinitum Addendum. Ein merkwürdiger, präziser Ausdruck. Dann haben das Haus der Aufklärung und warum wohl die anderen Teil? Wenn diese Geschichte nicht gerade genau Koordinaten enthält, führt sie uns nirgendwo hin. Manchmal muss man auch selber nachdenken. Also die Antwort muss man selber finden. So. Aber trotzdem merkwürdig aus. Ja, das muss etwas zu bedeuten haben, aber es erschließt sich mir nicht. Vielleicht offenbart sich alles, wenn wir mehr wissen. Das Haus der Aufklärung und Varun haben eigene Versionen dieser Geschichte. Ich halte es für keine gute Idee, Haus Varun zu kontaktieren. Diese Leute sind gefährlich. Wenn du schon mit ihnen gesprochen hast, warum soll ich es dann auch tun? Ich rede mit ihnen. Die Aufgeklärten haben eine Basis im Unterdeck hier in New Atlantis, wo sie den Ärmsten helfen, sich ein besseres Leben aufzubauen. Mhm. Anhänger von Varun sind weniger zugänglich. Aber vor kurzem wurde eine Fanatikerin gefasst, die UC-Schiffe angegriffen hatte. Ich habe sie schon einige Male besucht. Hoffentlich wäre sie bereit, auch mit dir zu reden. Ich werde hier bleiben. Der Hüter und ich haben viel nachzuholen. Und ich hätte auch noch ein paar Fragen. Okay, dann, Matteo, dir viel Spaß hier. Okay. Sarah, komm, dann gehen wir erstmal ins Unterdeck. Ich bin jetzt sehr, sehr neugierig. So. Aus der Aufklärung und da sprich mit Waffen. Dann gehen wir erstmal dahin. Vor allem, ich finde es jetzt gerade auch echt komisch, dass gar keine Musik mehr läuft. Gar kein Soundtrack, gar nichts. Alles deutet auf Varun-Fanatiker hin. Rufe werden laut, dass die United Colonies und das Freestar Collective mit vereinten Kräften gegen diese Gefahr vorgehen sollten. Doch auch 19 Jahre nach dem Krieg ist die Zusammenarbeit noch schwierig. Sie hören SNN. So, und auf ins Unterdeck.
Ich muss wirklich sagen, ich bin immer noch ein bisschen baff, was hier den Angriff angeht, weil ich. Oh, Sarah hat was für mich. Was hast du denn? Gerade ist mein Tag schöner geworden. Hast du was Gutes für mich? Ja, guck mal hier. Ein Pigment, danke schön. Und wie geht es dir mit unserer Ehe? Ich bin überwältigt, dass du den Rest deines Lebens mit mir verbringen willst. Und schon verstellt sich ihre Stimme. Ich bin so glücklich. Bitte verzeih mir, aber unsere Ehe funktioniert nicht mehr. Diese Worte bedeuten mir alles, Sarah. Wenn du dann bei mir bleibst, wiederhole ich sie gern jederzeit wieder. House of the Unlighted. Große Schlange ist ein himmlisches Wesen. Ob sie real ist, keine Ahnung. Aber ich denke schon. Und das macht sie gefährlich. Wir bieten verschiedene Hilfsprogramme, von Geld zu Lebensmittelspenden. Wenn es um die Finanz- und Nahrungsmittelhilfe geht, da gibt es derzeit Rückstände. Aber wir tun, was wir können. Oh, ich dachte, tut mir leid. Kann ich helfen? Hüter Akle fickt mich, möchte über den Pilger sprechen. Wir wollen niemanden belästigen, aber jede Info könnte unheimlich nützlich sein. Ich habe das mit ihm schon mehrmals durch. Es gibt keinerlei Hinweis auf einen Allheitspilger. Aber wenn ihr beide darauf besteht... Unsere frühesten Aufzeichnungen sind größtenteils bürokratischer Natur. Hilfsprojekte, Therapienotizen, Spesen. Aber einige Gespräche haben die Gründungsmitglieder sehr detailliert aufgezeichnet. Sie passen am ehesten zu dem, was Aquilus beschreibt. Du hast mit Hüter Aquilus schon darüber geredet? Ja, ich meine, er will immer Menschen aller Glaubensrichtungen zusammenbringen. Er sehnt sich nach einer Art gemeinsamem Ursprung. Ich habe nichts gegen den Hüter, aber der Glaube ist genau das Problem. Wir brauchen keine geteilte Geschichte, wir brauchen einander. Gegenseitige Hilfe. Okay, lass auf jeden Fall, wenn wir jetzt über Besprechungsnotizen reden, gibt es hoffentlich auch Kaffee und Kuchen. Boah, Kaffee und Kuchen hätte ich jetzt Bock. Wir haben vielleicht sogar welchen, aber jedenfalls... Ein Mann kam ins erste Haus der Aufklärung. Die Gründungsmitglieder nannten ihn nur den Wanderer. Sie dachten erst, er wäre auf Almosen aus, aber stattdessen stellte er nur eine Menge Fragen. Wenn deine Philosophie auf der Moral eines Individuums aufgebaut ist, was ist mit der zweiten Person? Sie ist vielleicht anderer Meinung. Ist das Problem der zwei nicht das, was du wirklich suchst? Und sie antworteten nur, jedes Individuum muss verstehen, wie es durch die zweite Person bereichert wird. Alle menschliche Mühe beruht auf Kooperation, die uns voranbringt. Und immer so weiter. Ein Jahr lang kam er jede Woche wieder und jedes Mal hatten sie das gleiche Gespräch. Zweite Person, das Problem der Zwei und all das. Gleich verbirgt sich in seinen Worten eine Nachricht. Ich hasse die Zahl 2 auch aus vollem Herzen. Was meinen Sie mit jedes Individuum muss verstehen, wie es durch die zweite Person bereichert wird? Das gehört zu unseren Grundprinzipien. Es gibt keinen Gott, der uns belohnt, wenn wir Gutes tun. Wir müssen einander helfen, weil wir es wollen. Wenn es niemand auf sich nimmt, die besiedelten Systeme besser zu machen, werden uns die Tyrannen nach freien Stücken schikanieren. Vielleicht verbirgt sich in seinen Worten eine Nachricht. Ehrlich? Ich glaube, die Gründungsmitglieder haben alles erfunden. Früher war man nicht ganz so offen Atheist. Ich glaube, sie haben mit dem Verfassen ihrer eigenen Schrift experimentiert. Zum Glück haben sie schnell damit aufgehört. Nach den Aufzeichnungen über den Wanderer kommt so etwas nicht mehr vor. Kannst du mir sonst noch etwas über die Allheit verraten, ihre Bedeutung? Außer dem, was der Hüter darüber sagen würde? Klingt nach einem Versammlungspunkt oder Zentrum. Oder All soll für eine Einheit stehen. Die eine Einheit. Eins. Das Erste. Der Anfang. Muss ich mir auf jeden Fall... das hat mir schon ein bisschen weitergegeben. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss noch Hilfseinsätze koordinieren. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich versuche gerade selber nachzudenken.
was das bedeuten kann oder soll. Aber ich denke schon, das hat mir was gebracht. So, jetzt mit Varune. Jetzt mit der Varun-Fanatikerin. Sprich mit Sarah. Ich wollte mich eigentlich nur kurz bei dir bedanken. Wofür? Du hast dein Leben riskiert, um mich zu retten. Ich... Ach so. Weiß nicht, was ich sagen soll. Dein Dank ist mehr als genug. Du hättest für mich dasselbe getan. Ich nehme Dank nur in Form von Credits an zu meiner Frau, hm? Du hättest für mich dasselbe getan, gehe ich mal von aus. Selbstverständlich, aber darum geht es gar nicht. Es ist nur schrecklich, dass meine Rettung Barrett das Leben gekostet hat. Er gehörte zu meinen engsten Kollegen und besten Freunden. Er brachte mich immer zum Lachen. Ich werde ihn furchtbar vermissen. Das lag völlig außerhalb deiner Kontrolle. Wir haben uns überschätzt und dafür bezahlt. Niemand gibt dir die Schuld daran. Nicht nötig. Das tue ich selbst. Das Ziel der Constellation lautete schon immer, das Unbekannte zu erforschen. Doch Tote kostete das so gut wie nie. Und doch wollte ich immer hochtrabend Risiken eingehen, um Grenzen zu sprengen, ohne mir der wahren Risiken bewusst zu sein. Wäre ich nicht so von den Sternenblütern besessen gewesen, wäre all das nicht passiert und Barrett noch am Leben. Du bist für die Taten der Sternenblüter nicht verantwortlich. Wir können die Taten der Sternenblüter nicht einfach ignorieren. Die Sarah Morgan, die ich kenne, würde die Sternblüter niemals davonkommen lassen. Tote kostete das so gut wie nie? Ich hinterfrag doch mal nicht. Du, die Taten der Sternblüter bist du auf jeden Fall nicht. Bin ich doch. Warum muss das ausgerechnet uns passieren? Wir sind Forscher. Es gehört zum Wesen der Menschheit, nach Antworten auf die Rätsel des Lebens zu suchen. Doch das Universum antwortet, indem es uns unbekannte Wesen auf den Hals setzt, die uns töten wollen. Warum? Was haben wir falsch gemacht? Manche Rätsel sollten wohl lieber ungelöst bleiben. Wir sind der Beweis dafür. Es war einfach Pech, Sarah. Nein, ich weigere mich, Barretts Tod einfach unter Pech zu verbuchen. Oh. Es ist nicht fair. Die Frage ist, was wir jetzt tun sollen. Hören wir auf zu forschen und die Grenzen zu sprengen? Werden wir nun aggressiver? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wir machen genauso weiter, weil wir nie etwas falsch gemacht haben. Wir setzen unsere Reise fort mit extremer Vorsicht. Wir setzen unsere Reise fort und schalten alles aus, was uns im Weg steht. Nee, wir machen genauso weiter. Du hast wohl recht. Hoffentlich begehen wir den gleichen fatalen Fehler nicht zweimal. Mehr wollte ich mir nicht von der Seele reden. Jetzt geht es mir auf jeden Fall besser. Sorry, dass ich so wütend war. Alles gut, lass alles raus. Gemeint. Lass alles raus. Du bist die einzige Person, mit der ich über diese Dinge reden kann. Ich bin für dich da, falls du reden willst. Ich erkunde die Galaxie und lausche deinen Sorgen, stets zu Diensten. Ja, ich bin immer für dich da. Gut, denn ich werde mich garantiert mal wieder bei dir ausheulen. Oder dich anbrüllen. Also, vor uns liegt ein langer Weg. Höchste Zeit, dass wir wieder an die Arbeit gehen. Ja. Okay, gut, dann auch zum Fanatiker. Ach, hier bei Yumi. Bei Yumi ist er. Nach dieser Geschichte mit dem Terrormorph bin ich über die Kleinkriminellen froh. So, ich darf hier rein. Wo ist der Dude hin?
Hallo, ich möchte reden. Mirza. Besuch? Ich brauche keine Gesellschaft. Ich weiß, du hast mit Achilles über den Glauben der Varun gesprochen. Für mich klingt das, als wärst du unheimlich einsam. Er kennt die Wahrheit nicht. Schickt wen anders, um mich mit Fragen zu löchern. Hör dir an, was wir zu sagen haben, bevor du ein Urteil fällst. Die große Schlange lauert in den Schatten. Sie wird das Universum umschlingen und außer den Gläubigen alles zu Staub verwandeln. Das ist die Wahrheit. Nichts weiter. Hüterakler sprach von einem Pilger. Ich muss mehr über ihn wissen. Eine Schlange ist eine dürftige Antwort auf die Probleme des Universums. Ich bewundere deinen Glauben. Komm, ich bewundere deinen Glauben. Ich auch. Wir versuchen beide, für alles offen zu sein. Das Wissen um die große Schlange vertreibt alle Bedenken. Wichtig ist nur, dass sie zurückkehren und ihre Anhänger verschonen wird. Sonst nichts. Du möchtest über den Pilger des Hüters sprechen, nicht wahr? Ich erzähle dir etwas über ihn und dann gehst du. Jinan Varun trifft den Ungläubigen und erhält eine falsche Prophezeiung von ihm. Aber Jinans Glaube an die große Schlange ist so stark, dass er den Ungläubigen sofort niederstreckt. Aber der Ungläubige kehrt zurück. Jinan weiß, die große Schlange testet ihn und er will die Probe bestehen. 4-mal kämpfen sie. Und während sie kämpfen, verstreichen 120 Tage. Vergiss diese 4 Kämpfe nicht, Jinan, spricht der Ungläubige. Vergiss diese 120 Tage nicht. Aber Jinan erkennt die Blasphemie in seinen Worten und tötet ihn. Das ist alles. Ich muss wissen, was ein bestimmtes Wort bedeutet. Allheit. Allheit ist mir kein Begriff. Wenn, dann ist sie ein Schatten, den die große Schlange wirft, um die Ungläubigen zu verführen. Ja, deine Gottheit muss doch mehr können, als nur zu töten. Ich glaube, ich verstehe. Dann sind wir fertig. Geh. Achso, ich dachte, da kommt noch was. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mann, es ist jetzt auch gerade so spannend für mich jetzt. Was das jetzt mit Varun auf sich hat, mit Allheit hier. Entgegen den Gerüchten sind die Leute von der UC Security in Ordnung. Und Sergeant Yumi ist ein alter Freund von mir. Wenn du schon plünderst, dann schnell. Da muss ich hin. Kehre zu Hüterakler zurück. Hier hat sich's wenigstens wieder normalisiert. Diese Statue machte ich schon immer. Schön, nicht? Was der Schöpfer wohl damit ausdrücken wollte? Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. Doch in der NET wird mir immer noch übel. Sie muss jetzt auch alles kommentieren, ne? Nun gibt's neue Nachrichten? Nope. Und Chaos in New Atlantis. Bewaffnete Amokläufer lieferten sich auf dem Unterdeck und im Raumhafen einen Kampf. Ein einzelner Schütze und eine weitere, nicht identifizierte Person versetzten die Stadt minutenlang in Panik. Leider gerieten mehrere Zivilisten ins Kreuzfeuer. Details zum Geschehen und vor allem zum Auslöser sind bisher nicht bekannt. Der einzelne Schütze befindet sich auf der Flucht. Jo, okay. Die sind, die wissen jetzt nicht, dass ich da mit beteiligt war oder wie jetzt.
Also ich habe versucht, die Zivilisten dazu zu beschützen. Das war halt nur dem dem Wanderer da. Ich glaube, der das war also Hunter hier. Ich glaube, der heißt der Wanderer. Oder wird der Wanderer genannt? Ich glaube, er ist das. Er ist der Pilger. Kann das sein? Und kann das sein, weil ich hier die Möglichkeit habe, wenn wir jetzt hier die Sternkarte mal ansehen. Ich habe ja die Möglichkeit, hier jeden einzelnen Planeten, jeden einzelnen Sonnensystem und so wirklich zu bereisen. Alles. Jedes zu erkunden, jedes hier mit Dings hier. Jedes zu 100%, was Ressourcen, Flora, Fauna ist und so weiter, zu erkunden. Also ich könnte hier tatsächlich, so wie ich das jetzt verstehe, der nächste Wanderer sein. So glaube ich das. Der neue Pilger. Also, ich sage aber auch so, wir werden auf jeden Fall noch weiterspielen, das Let's Play machen. Wenn wir die Hauptquest durchhaben und Nebenquest und so, dann wird das wahrscheinlich eher hier mehr dann auf Siedlungsbau und so weiter hier sich beziehen. Ich will nicht den Schuh, ich will Du bist wieder. Zurück. Ja? Was hast du erfahren? War in ihren Geschichten etwas verborgen, wie wir gedacht haben? In der Geschichte kamen die Wörter zweite und zwei vor. Ich habe mit der Fanatikerin geredet. Jinan hat in 120 Tagen wohl viermal gekämpft. In deiner Geschichte sinniert der Pilger über das Infinitum Addendum. Was bedeutet das? Was er der Unendlichkeit hinzufügte. Vielleicht weist das auf einen Namen hin. Wenn wir seine Ruhestätte finden wollen, bräuchten wir den Namen eines Sternensystems, oder? Was hast du noch erfahren? Ich habe mit der Fanatikerin geredet. Jinan hat in 120 Tagen wohl viermal gekämpft. Wenn es wirklich einen Ort gibt, den wir finden sollen. Die Zahlen klingen verdächtig nach Koordinaten. War da noch etwas? In der Geschichte kamen die Wörter zweite und zwei vor. Planeten werden oft nach einer Zahl benannt. Dieses zweite könnte der zweite Planet im System sein. Nun, wir haben Zahlen, die Koordinaten sein könnten. Ein möglicher Hinweis auf einen Planeten in einem System. Aber wie heißt das System? Infinitum Addendum. Was, wenn wir die Wörter teilen? Ich kenne kein System mit dem Namen Finite oder Ad. Bleibt nur in und dumm. Indum. So fühle ich mich übrigens gerade. Indum, das ist der Name des Sternensystems. Ich glaube, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Meine nächste Planetenentdeckung nenne ich Dumdum. Wie findest du das? Irgendwer wird bestimmt darüber lachen. Ich auf jeden Fall. Indum, das ist der Name des Sternensystems. Ja, richtig. Der zweite Planet von Indum. Und zwar bei 4 und 120. Dort findest du die Ruhestätte des Pilgers. Und von da aus findest du vielleicht die wahre Bedeutung der Allheit. Bevor du gehst, du hast jetzt viele verschiedene Perspektiven unseres Universums kennengelernt und wirst sie in gewisser Weise auf deinen Reisen mitnehmen. Ich weiß, dass du eine bestimmte Allheit suchst, aber wenn du raten müsstest, was sie ist, was würdest du sagen? Da draußen ist etwas Heiliges, etwas, das alles zusammenbringt. Allheit ist nur ein Wort und ich muss sie finden, nicht beten. Nur absolute Überzeugung wird uns die Wahrheit bringen. Wir werden auf die Probe gestellt. Allheit ist nur ein Wort. Ich glaube, da ist schon irgendwie mehr was hinter. Ah, aber wodurch wird so etwas heilig? Die Schwerkraft zieht auch an. Müssen wir sie plötzlich heilig sprechen? Ja, die Schwerkraft ist ein Wunder, genau wie das Leben selbst.
Nein, sie ist nur eine Kraft der Natur. Die Allheit ist etwas Größeres. Ist das nicht schon geschehen? Hat das Sanktum keine Grafpilger? Ja und nein. Wir glauben, Gott wartet da draußen im Universum auf uns und wir kommen ihm durch den Grafsprung näher. Aber ist die Schwerkraft selbst ein Glaubensgrundsatz? Was meinst du? Ne, das ist nur eine Kraft aus der Natur. Also die Allheit, die gibt einen Superkräfte, sag ich jetzt mal. Das ist auf jeden Fall was Größeres. Das ist einer der großen Widersprüche des Glaubens. Wir fühlen die Präsenz von etwas da draußen, bestehen aber darauf, dass es auch überall ist. Du glaubst also, die Allheit beschreibt das göttliche Unbekannte, nach dem der Pilger suchte? Früher hielten die Menschen Schwerkraft für ein Wunder. Bis wir mehr über die Allheit wissen, sind auch wir nicht vor falschen Schlussfolgerungen gefeit. Nun, ich halte dich nicht mehr auf. Das hat Spaß gemacht, muss ich zugeben. Geh, finde deine Wahrheit. Hester hat jetzt von da hinten uns zugesehen und mitgesprochen. Okay. Bisschen weird. So, okay, das heißt, wir müssen nach Indum. Wo war Indum nochmal? Indum. Ach, Indum waren wir noch gar nicht gewesen. Indum 2. Und das ist auch noch, sogar noch so nah an uns. Warte mal. Das sieht so aus, als wäre hier noch ein zweiter. Beim Sol-System. Hier, das sind Doppelsternsysteme, glaube ich. Hier auch Doppelsternsystem. Alpha Centauri ist auch ein Doppelsternsystem. Ja gut, aber ich würde hier dann in der nächsten Folge weitermachen wollen. Und ich will doch noch irgendwie jetzt mit der Hauptquest weitermachen, nach Indum. Mehr über den Pilger erfahren. Und vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!